Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's für euch, Alex. Ja, und heute gibt's ein Review, und zwar zu Saw 10. Na, wir haben das ja letztes Jahr vor den Flitterwochen, als der im Kino lief, nicht mehr geschafft. Und ja, als wir in Flitterwochen waren, lief er in Malaysia nicht im Kino. Und danach haben wir es in Deutschland auch nicht mehr geschafft, ihn uns anzugucken. Und naja, jetzt ist ja vor kurzem die Blu-ray rausgekommen und ja, da allein schon, damit die Reihe komplett ist und weil ich tatsächlich mal gespannt war nach dem, was ich gehört hatte, musste der sein. Und naja, wie er mir gefallen hat, nach dem Intro. Erstmal hier ganz kurz zur Saw-Reihe, wenn ihr nicht die einzelnen Reviews, die auf meinem Kanal, die ja schon ein bisschen älter sind, gesehen habt, oder halt das Franchise-Ranking. Ich mag ja Saw vom Grundprinzip, was mich aber irgendwann mal gestört hat, ist die schwurbelige Handlung und ja, dass man halt sich nicht mal auf die Stärke der Prämisse oder der Idee verlassen hat, sondern wirklich immer mehr in Richtung dessen ging, so immer noch weiter und John Kramer hat seine Finger hier noch drin und da noch drin und das, obwohl der schon seit Jahren tot ist, übertrieben gesagt. Und das hat mich dann irgendwann, war diese Handlung wirklich nur noch so Kopfschmerzen. Nicht, weil sie so komplex ist, sondern weil es so unwahrscheinlich und ist. Naja, deswegen Saw 10 war ich mal richtig gespannt, weil man hier wieder tatsächlich Kramer zurückgeholt hat. Und naja, hier so ein quasi ja, Zwischenteil gedreht hat, der von der Handlung her zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. Ich wäre echt mal gespannt, ne, ob man das denn hinkriegt, dass da nicht die ganze Zeit ja, alles so furchtbar dumm durch die Geschichte und Plot-Twists und sonst was ja, verwurst oder vermurkst wird. Naja, wie gesagt, Geschichte ist an der Stelle dann auch relativ simpel. John Kramer ist schon als Jigsaw aktiv. Aber naja, er kriegt halt seine Krebsdiagnose und naja, ne, weiß, er hat nicht mehr lange zu leben. Und er wird in der Selbsthilfegruppe dann halt von jemandem angesprochen, ne, dass es da wohl Möglichkeiten gibt. Gibt da einen ganz großen, tollen Arzt, der da experimentelle Techniken macht, aber naja, da muss man erstmal reinkommen und ähnliches und weit reisen. Nun gut, dass der aus der Selbsthilfegruppe sagt John Kramer dann, hier, pass auf, ne, dann gibt es wohl noch einen anderen Kontakt. Ja, und dann die Tochter des Arztes, die macht wohl auch, sie wendet seine Methoden halt auch an, ne, aber macht das dann halt so ein bisschen unter dem Radar und so, ja, ich sag mal, illegal, einfach weil das sonst ein bisschen schwierig ist, ne, allen Patienten zu helfen, die Hilfe benötigen. Ne, Kramer schafft es dann auch, in das Programm reinzukommen, hat dann halt auch hier seine Operation und naja, kriegt, als er dann sich eigentlich bedanken möchte, blitzschnell mit, man hat ihn verarscht. Ne, also, ne, so viel kann man ja schon mal spoilern. Ne, da gab es keine OP, man wollte ihn halt einfach nur um sein Geld betrügen. Und es geht ihm hier gar nicht ums Geld, sondern um seine Tätigkeit, dass er Leute, die halt genau so eine Scheiße machen, ja, denen quasi eine Chance gibt, neu zu starten. Naja, und dementsprechend rächt er sich halt dann an der, oh, er rächt sich ja nicht, aber bringt er halt die Crew dazu, das Spiel zu spielen. Natürlich hier denn schon mit Unterstützung von Amanda. Ja, und was ich halt mal cool fand, das war für mich wieder ein Saw-Film, der das, was ich an Saw mag, ne, umsetzt. Also einerseits hier dann wirklich kreative, fiese Fallen, die Spannung mit dem, schaffen die Spieler die Spiele oder nicht. Ne? Und es gab natürlich auch hier, kann ich gleich sagen, ein, zwei Twists mit drin. Gut, den einen hat man vorhersehen können und als jemand, der die Saw-Filme gesehen hat, weiß man natürlich auch, dass, ne, ein, zwei andere Sachen, die gegen Ende passieren, dass da natürlich ja, man weiß halt eh, wie es enden wird. Ne? Nicht nur, weil man die Mechaniken von Saw langsam so ein Stück weit kennen sollte, sondern auch, weil es halt ein Teil zwischen Teil 1 und 2.
Und da ist dann halt schon mal klar, wer da wohl nicht sterben wird. Nein, aber trotzdem baut man hier die Spannung auch recht gut auf. Ne? Die Spiele sind halt auch wieder knackiges Time Limit, sehr fies gemacht. Und ja, wie gesagt, man schafft es trotzdem auch, ne, am Ende. Ich will hier nicht zu viel spoilern, aber ne, dass dann gewisse Leute in der misslichen Lage sind und obwohl man weiß, ne, dass das nicht tödlich enden wird an der Stelle, ist es trotzdem im Film so spannend gemacht, dass man trotzdem mitfiebert, ne, und guckt, wie kommen die da jetzt wieder raus. Naja, das Ding ist, die Handlung ist hier dann halt auch relativ simpel gehalten. Man aber benötigt auch am Anfang sehr viel Zeit. Also ich glaube, es dauert 30, 40 Minuten, bis denn wirklich die Spiele losgehen. Einfach, ja, hab ich auch schon gelesen, denn dass Leute das so ein bisschen kritisiert haben, na, sollen hier so ein John Kramer so ein bisschen menschlich darstellt. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich, rückt ja diesen moralischen Konflikt noch ein bisschen ins Zentrum. Dadurch, dass wir halt, es soll nicht unbedingt John Kramer sympathischer machen, nach dem Motto, dass dem hier übel mitgespielt wird, sondern das soll halt anhand von John Kramer zeigen, was für Bastarde und was für skrupellose Leute die, ja, Spieler späteren dann halt auch sind. Und das funktioniert ganz gut und ich fand das auch als langsamen und ruhigen Einstieg in das Ganze wirklich passig gemacht. Ne? Und ne, ganz im Ernst, das ist denn besser als 20.000 sinnlose Plot-Twists zwischen Splatter, Splatter und Splatter zu verstecken. Das hier ruhig aufzubauen und dann, wenn das Spiel losgeht, dann, ja, ich sag mal so, kommt dann auch der Splatter-Part und die Spiele sind mal wieder richtig schön fies. Ne, von ne, Rohrbomben an den Arm mit Hände so zusammengetaped, dass man Skalpelle hat und sich das aufschneiden muss. Oder abschneiden muss, die Bomben. Schon böse, ne, über, naja, ich sag mal, der Kampf gegen Bestrahlung, auch nicht nett. ne, ja, Gehirnoperationen, die man selber durchführen soll, Amputationen, die man selber durchführen soll und Bloodboarding, also Waterboarding mit Blut und so noch ein, zwei andere Sachen. Also das sind schon ein paar drastische Szenen natürlich drin, wie man es von Saw erwartet. Ein paar fiese und durchaus kreative Fallen. Und ja, auch hier die Dynamik mit Amanda und John Kramer funktioniert natürlich auch wirklich gut. War auch schön, die beiden mal wieder so in Action zu sehen, weil, sind wir ganz ehrlich, also auch hier bei Saw 2 und 3, das hat ja auch ganz gut funktioniert mit den beiden. Und da merkt man halt, also ich habe da hier bei denen wieder gemerkt, ich mag John Kramer, ich mag auch John Kramer als Figur. Ich mag halt nur nicht, was man denn teilweise damit gemacht hat, dass er, ja, Ewigkeiten hinaus über seinen Tod das Verhalten von Menschen sonst wie geplant hat. In einem kleinen Rahmen, wie es auch hier im Film ist, ist das tatsächlich ja noch plausibel mit genug Menschenkenntnis. Aber naja, also ich fand das mal wieder erfrischend, dass es wieder ein bisschen mehr Back to the Roots ist und nicht versucht, komplett was anderes zu machen. Ich fand Saw Spiral definitiv nicht schlecht. Also gehöre ich, glaube ich, zu den wenigen, die an dem wirklich Spaß hatten. Aber er versucht zum Glück nicht komplett was Neues zu machen, sondern beruft sich wirklich auf die Stärken und die Charaktere, ja, aus den Teilen, die den meisten Leuten halt auch wirklich am besten gefallen haben. Und ja, macht mit denen diese Zwischengeschichte, ja, dass man halt nochmal wieder ein bisschen richtiges, klassisches Saw-Kino hat und ja, im Positiven halt. Naja, dass das Ganze an sich als Geschichte unnötig wie ein Kropf ist und dass jetzt schon Saw 11 wohl geplant ist, wie ich das mitgekriegt habe. Ich bin skeptisch, denn hoffe ich aber tatsächlich eher, dass der wieder mehr in Richtung des Films hier geht. Ne? Vielleicht so ein bisschen zwischen Teil 2 und 3 nochmal mehr, ne, so ein paar Probleme, die Amanda und John natürlich dann auch mit ihren Einstellungen teilweise kriegen. Das wäre ganz cool, weil, wie gesagt, sowas wie Teil 4, 5, 7, das brauche ich nicht unbedingt häufiger, denn lieber, wie gesagt, so. Deswegen auch hier als Fazit, ich weiß nicht, jeder war begeistert, aber ist tatsächlich für mich einer der besten Saw-Filme und mich hat er gut unterhalten. Ich fand ihn spannend gemacht, ist schön blutig. Er ist nicht so wirr, chaotisch und durcheinander wie einige andere Saw-Teile, die ja natürlich auch ihre Fans haben, aber mich persönlich halt nicht so abholen konnten. Und wie gesagt, er reiht sich da wirklich, ne, zwar brav hinter dem ersten Teil mit ein, aber ne, ist da wirklich
Ne? Einer der besten Saw-Filme, meiner Ansicht nach. Na gut. Ja, dann haut mir mal in die Kommentare. Ihr werdet ihn sicherlich inzwischen auch schon gesehen haben, wenn ihr nicht damals im Kino schon gesehen habt, wie ihr den fandet. Und ja, ne, bin ich mal gespannt. Ne, auch für euch auch einer der besten Saw-Teile oder eher so, Aber gut, bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Ja, ansonsten natürlich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.